Dieses filigrane Gelenk hat niemand zusammengebaut. Es kam in einem Stück aus dem 3D-Drucker. Das macht es extrem stabil, ebenso wie diese gedruckten Zähne oder dieses Hüftgelenk. Alle diese Teile kommen von der fränkischen Firma Concept Laser. Die bekam auf der Metaf einen Preis dafür, dass sie begonnen hat, ihre Drucker mit Computertomographen zur extra schnellen Qualitätskontrolle zu versehen. Und das Preisgeld ist schon verplant. Ja, alles in allem sind es 100.000 Euro. Ein großer Teil davon, 80.000 Euro, sind geplant, um die Innovation zu promoten weltweit. Es ist die additive Technik, auch der Metall-3D-Druck ist eine sehr junge Fertigungstechnik, wenn man das mit dem Gießen, mit dem Fräsen vergleicht. Das heißt, es ist wichtig, da noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und diese Innovationen in die Welt zu tragen. Der 3D-Druck mit Metall ist neu und faszinierend. Besonders in der Massenproduktion kann er zwar Arbeitsschritte wie das Fräsen, Drehen und Bohren nicht ersetzen, wohl aber ergänzen. Deswegen sind Hybridmaschinen, die traditionelle Fertigungstechniken mit Laserdruck kombinieren, auf der Metaf sehr gefragt. Denn Hybridmaschinen sparen bares Geld. Speziell bei sehr komplexen Werkstücken erfordern die Einzweckmaschinen sehr hohe Aufwände für das Aufspannen. Das heißt, für jede Operation muss ich zu einer anderen Maschine gehen, muss Spannmittel bereitstellen, muss das Werkstück wieder neu einrichten in der Maschine. Und wenn jetzt komplexe Teile sind, steigt natürlich der Einrichtaufwand sehr stark. 3D-Metalldruck allein wird noch keine neue industrielle Revolution auslösen, so eine aktuelle Studie des Verbandes deutscher Werkzeugmaschinenhersteller VDW. Aber Hybridmaschinen, die alte und neue Fähigkeiten kombinieren, haben das Potenzial, die Branche im positiven Sinne auf den Kopf zu stellen.